Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetics und ich grüße euch herzlich zur ersten Folge und wahrscheinlich auch letzten Folge von Manga Mystery, denn ich war letztlich mal wieder auf eBay unterwegs, hatte einfach noch Manga gesucht und da ist mir ein Einzelband aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, warte, was? Seit wann haben wir das auf Deutsch? Und ich habe mit 10 Jahren Sammelerfahrung eigentlich schon fast jeden Titel irgendwie irgendwo mal gesehen und wusste, dass es irgendwas jedenfalls mal auf Deutsch gab, außer halt x-beliebige Shoujo-Manga, klar, das merke ich nicht, aber dann entdecke ich plötzlich was. Und zwar Bo 7 oder wie auch immer man es nun will. Special Edition. Was im Wesentlichen ein Best-of zur gleichnamigen Reihe aus Japan ist. Ich glaube, die hat 21 Bände oder 27 Bände. Und ich dachte nur so, what the fuck, was ist das? Ich habe mir natürlich dann ersteigert. Zum Glück relativ günstig. Du findest den zwar nur selten, aber der ist nichts wert. Also für die Leute, die jetzt gedacht haben, was? Nein, ist absolut nichts wert. Und daraufhin habe ich mir gedacht, komm, recherchiere ich noch mal ein bisschen darüber. Ich habe zugegebenermaßen den Band noch nicht gelesen, der ist erst gestern angekommen. Allerdings, ich finde ihre Geschichte darum einfach so interessant, dass ich gedacht habe, komm, mache ich ein kleines Video darüber. Denn ja, ist halt ein bisschen ein Shonen Jump Titel, ja, der so ein bisschen wie Gintama so ein bisschen das Ganze parodiert. Ich meine, der Hauptcharakter wird genannt Fist of the Nose Hair. Ist es offensichtlich, woran das anspielt. Und ja, dann habe ich halt angefangen zu googeln. Und oh mein Gott, man findet online nichts dazu. Original nichts. Außer ein, zwei Einträge im Comic-Forum, wo es dann hieß, ja, der kommt ja raus. Und im Englischen wurde zum Beispiel, ich glaube, nach Band 5 geäxt. Das wurde da, glaube ich, dann auch aufgegriffen, aber nicht wirklich viel das dazu von. Und tatsächlich habe ich archivierte Newsletter von Tokyo Pop selber entdeckt. Allerdings, da hieß es auch nur drin, ja, erscheint. Freut euch drauf. Das war zur selben Zeit ungefähr, wo Death Note auf Deutsch gestartet ist und Bleach. Es war wild. Und ja, daraufhin habe ich dann erstmal weiter versucht, Infos zu finden. Wort nix. Was schade ist, weil ich fand es halt an sich interessant. Ein paar auf dem Discord-Server haben dann die These aufgestellt, vielleicht als Lizenzpaket, dass sie den bringen mussten, damit sie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Bleach oder so bekommen können. Aber das wäre ein bisschen weird, weil warum sollten sie dann verlangen, dass man einen Special-Band mit einem Best-of, also wirklich wie die Lupin-Anthologie, die wir bald bei Carlsen bekommen, ist das. Das hat wirklich nur ausgewählte Kapitel. Mehr ist das hier nicht. Und auch vorne drin steht meines Wissens nach jetzt nicht wirklich was groß dazu, was es hier jetzt. Hauptsache hier steht ein, was bisher geschah. Ne, hier steht nichts. Das sind 15 Kapitel, über 200 Seiten. Mehr nicht, aber. Ja, was bisher geschah, ja, hätte man auch genau so gut die komplette Reihe holen können, aber gut, dann hatte ich halt auf Discord gefragt, dann hatte die gute Akashara mal gesagt, ja, ich guck mal bei mir in den ganzen alten Vorschriften, die diese Teile so noch hat von vor 2000 von Carlsen unter anderem, aber das Tokyo Pop Heft hat sie nicht gefunden und viele wussten nicht mal, dass das existiert, sie wusste es zwar und meinte so, ach ja stimmt, den hatte ich ja auch mal, aber auch da, du findest super wenige, die was darüber wissen. Und dann habe ich allerdings auch mal gedacht, komm, ich frage auch mal auf Twitter. Vielleicht weiß da jemand was. Und René natürlich, weil sie dumm waren. Spaß beiseite, aber dann Misha Katsky meint halt, dass das war ein Test, wie die Serie aufgenommen wird. Dass sich der Band leider nicht gut verkauft hat, war es das dann leider. Davon habe ich halt nach einem Beleg gefragt, weil klar, das war halt so eine These, die wir halt auch schon aufgestellt haben, aber eine These ohne Beleg reicht nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Ultraverse angeschrieben hätte und nach Jukops gefragt hätte, ich glaube, da wäre jetzt keine Antwort bei rumkommen. Aber dann Wiener Pastures. Ich weiß nicht, ob es ein er oder eine sie ist. Don't know. Sorry. Auf jeden Fall. Die hat mir dann geantwortet. Und zwar extra für dich. Ich habe die Aussagen zum Titel rauskopiert. Die ersten Aussagen stammen von Michael Schweizer. Das war wohl irgendein Tokyopop-Mitarbeiter. Zumindest das hat mir eine zweiminütige Recherche ergeben.
Und die letzte von Yo Caps, Mensch. Die Quelle, das ist nicht mehr öffentlich einsehbare Tokyo Pop Forum, wo ich ein Moderator bin. Ich hoffe, auf Anfrage Infos rausgeben ist erlaubt. Und ja, ich zitiere das Ganze mal. Also ich hoffe, dass es okay ist, das zu zitieren. Aber wenn das halt eh schon online gepostet ist, ich verlinke es euch halt auch unten nochmal. Und zwar, gleiche zusammen. Unser Band ist ein Test und wenn alle da Leser über The Fist of the North Star wütig herfallen, dann werden wir auch darüber nachdenken, zu reagieren. Aber erstmal Jelly, Jiggler, Buton und Zoftron in den Kampf gegen Haile Kulani ziehen lassen. Das sind ja positive Rückmeldungen. Der Nasenhammer kommt scheinbar gut an, war uns schon immer klar, an unseren Zahlen gemessen, liegt er im Mittelfeld und braucht noch einen ordentlichen Schub, damit wir uns mächtig auf die laufende Serie stürzen. Aber, damals lief die Serie sogar noch. Aber durch die TV-Ausstrahlung, wenn auch Pay-TV, ich wusste nicht, dass es auf Deutsch erschienen ist, der Anime, aber gut, wird sich sicher nochmal etwas tun. Und dann verhandeln wir neu mit der Fist of the Nose Hair. Und dann die letzte Aussage dann von Yo Caps. Der Testband, den wir gemacht haben, ist auf verhaltene Akzeptanz gestoßen. Daher denken wir, dass die Serie bei uns zurzeit wohl eher keine Chance bei der Leserschaft hätte. Auch interessant, dass am Anfang von diesem Michael Schweizer gesagt wurde, ja, er läuft ist im Mittelfeld auch, also, wenn es noch ein bisschen besser wird und dann holen wir ihn dann. Und dann Yo Caps so, ja, nee, kam jetzt nicht so gut an, dass wir uns den holen. Und ja, ich hatte tatsächlich irgendwie auf eine schon fast spannendere Geschichte gehofft, weil es so abstrus war, aber nein, tatsächlich war es das. Es liegt wirklich einfach nur, man wollte es testen, man hat ein Best-of gemacht. Der Best-of-Band kam nicht so gut an, dementsprechend haben wir nie den Rest von Bo bekommen. Schade, aber ich fand das Ganze einfach so interessant und ich finde, so haben wir das Ganze halt auch ein bisschen dokumentiert noch. Ist schade, dass das Tokyopop Forum nicht mehr einsehbar ist, weil ja, frühen Mitte 2000er ist es nicht so geil dokumentiert in der Manga-Szene. Leider. Und ja, damit wäre auch hier das Geheimnis rund um Bo geklärt. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkursion Richtung vergangene Manga-Geschichte gefallen. Und ja, ich fand es einfach ein nützliches, interessantes Thema. Ich freue mich, dass wir tatsächlich eine Antwort gefunden haben. Und beispielsweise danke fürs Zusehen. Und habt ihr diesen Band vielleicht in eurer Sammlung? Danke fürs Zusehen. Ciao!